Willkommen zurück zu A Plague's Tale. Und wir befinden uns in dieser Kathedrale und sind im dritten Kapitel mit dem Titel Vergeltung. Ja, konnten ganz gut entkommen, haben auch mit der Schleuder das erste Mal getötet und auch mit der Schleuder Warum die Schleuder verstärkt. Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Nein. Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Ich habe hier Essen gefunden, glaube ich. Das kann ich aber nicht nehmen. Ich kann da nicht hingehen. Warum nicht? Das kann ich noch nicht. Okay, ich muss wahrscheinlich zum Jungen gehen erstmal. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Das ist aber nett. Tja. Sollen wir jetzt hier hingehen? Ja, anscheinend. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht Schwefel. Jemand. Oh. Was ist das denn? Alkohol? Okay, wir können wahrscheinlich noch irgendwas mixen nachher mit den ganzen Sachen. Mit den Zutaten. Mal schauen, was hier oben. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Ah, bestimmt festgedrückt, was? Was liegt da denn? Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Oder? Doch, da. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Okay, es gibt wahrscheinlich noch einen engeren Weg hier. Müssen wir mal ein bisschen umgucken. Gucken wir uns ein bisschen rum hier. Also man kann über ein paar Sachen kann man auch gar nicht rüberkommen hier. Das ist echt ein bisschen nervig. Hier, sieh mal! Ein zerbrochener... Kletter hoch! Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht, es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Nur runter zu ihm. Wahrscheinlich ist hat er umgebracht. Ist es der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Stoff gefunden. Da ist auch noch irgendwas. Schwefel. Okay, wir können auf jeden Fall, glaube ich, noch irgendwie coolere Sachen für unsere Schleuder bauen. Ja, kleine Bomben, die wir werfen können. Mal sehen. Das Ganze sieht echt ganz cool aus, muss ich sagen. Also ich bin echt begeistert von der Grafik. Den Geruch kenne ich. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Guck mal, wir haben ein bisschen Leder gefunden wieder. Oh, wir müssen noch ein bisschen mehr kontrollieren hier. Hier ist irgendwas übersehe hier. Guck mal, ist auch noch Stoff. Ja, auf einmal wird das wichtig, weil das ist ja ein Überlebungstraining für uns dann, ne? Hier liegt nichts mehr. Ja, guck mal, fast übersehen. Cool. Hier ist nichts mehr sonst, ne? Ne, gut, dann gehen wir hier durch. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Ich gehe erstmal alles hier ab. Wo liegt nämlich noch was? Nehmen wir auch noch mit. Salpeter, okay. Wo ist er hin? Blumen, die sind wunderschön. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen so Dank, kleiner. Hugo. Schon können gut. Können wir die Axt noch bitte sehr mitnehmen? Das wäre ziemlich geil. Nee. Schade. Jetzt hätte ich den Leuten auf den Kopf eingeschlagen mit der Axt. Das wollen wir, dürfen wir anscheinend nicht.
Wir sammeln schon ganz viele Sachen. Was ist hier noch im Weg gewesen? Nee, von da sind wir gekommen, ne? Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Schnur und Schwefel nochmal gefunden, okay. Bin gespannt, was wir das alles gebrauchen können, was man damit noch bauen kann. So, müssen wir gucken, ob wir den kleinen Pastor noch finden hier. Da ist er doch. Muss ich umgucken, ob da irgendwas liegt. Da ist er. Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Okay, gehen wir mal hinterher. Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Oh. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Ich weiß nicht. Es kommt mir ein bisschen komisch vor. Das Ganze. Bruder Morell? Wartet hier. Bei Gott, der Junge hat ganz schön blaue Augen. Ich würde sagen, Bruder Morell ist nicht mehr. Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Was ist denn das da unten? Ratten! Nein! Schnell! Das Licht! Pater, nein! Das Licht! Okay. War aber wohl zu langsam mit dem Licht. Okay, die haben aber ganz schön Angst, die Ratten, vor dem Licht. Das ist schon mal gut für uns. Alter, wie viele Ratten das sind. Guck das mal an. Ich weiß doch nicht, wo wir hin sollen, aber... Sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Gott, stirbt bald. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Krass, wie viele Ratten. Wie geil ist das gemacht für diese Ratten. Oder? Das ist ein Albtraum. Wir müssen hier raus, Amicia. Ich
Geist! Los, weiter! Oder wie abgespaced ist das? Das ist ein Mönch. Das Bruder. Bruder. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Was soll eine Fackel? Warte mal kurz. Finde eine Lösung? Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Ach so, okay. Krass, wie viel Angst sie haben, die Ratten, vor diesem Licht. Das ist echt geil gemacht, finde ich. Echt cool. Gott, wie konnte mir das Spiel bloß entgehen? Das sucht sie also heim. Ratten. Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay. Fackel, können wir die nehmen? Nee. Okay, jetzt haben wir einiges gesammelt. Wie kommen wir jetzt da? Holz liegt hier nicht irgendwie, ne? Oh, hier oben. Ich werde dir helfen. Na gut. Ah, warte. Einmal das Ding runter, bitte. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Dann kann ich noch, da haben wir voll, okay. Komm, hoch mit dir. Ja. Schnell sind diese Ratten bitte sehr. Noch ein bisschen Leder. Ah, warte. Ah, gut, wir gehen gleichzeitig. Können wir mal runtergehen? Na gut. Komm her, Hugo. Guck doch diese ganzen Ratten an, Alter. Ist das eklig. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Ja, lass mal rauskommen hier. Ach, guck mal hier. Werkzeug, wir können auf jeden Fall irgendwas machen hier. Also mal gucken, was wir machen können. Oh, wir können das noch nicht, das können wir noch nicht machen. Aber da unten war irgendeine Tasche. Tasche. Bietet Platz für bis zu 12 Mal der eine Art. Machen wir. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Was brauchen wir dafür noch? Ach, guck mal, da brauchen wir noch einiges von. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr benutzen. Keine Ratten. Ah, warte, ich hab eine Idee. Wir können vielleicht das Fleisch runterhauen. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit.
Schnell. Die haben gerade, ich glaube, man soll einen Schinken, wenn sie Menschen in 2 Sekunden aufessen, hält die bestimmt nicht so ein geiler Schinken ab. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Okay. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Warte mal, wir können hier noch, ich muss kurz runter, noch was einsammeln. Wollen nichts vergessen hier, nochmal darauf. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Okay. Der hat auch noch irgendwas auf dem Boden liegen. Was, wie können wir das jetzt hier... Ist da noch mehr Schinken? Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Los, komm. Es ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Komm zurück. Oh. Nein. Geht's dir gut? Ja. Bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine, wie komm ich denn da hoch? Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Ah, super. Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Ja. Sieh nur, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Okay. Schnell jetzt. Warte mal. Mal kurz hier rein die Sachen holen. Dann nochmal. Das Ganze. Alles geht. Amicia, hier oben! Hugo, geht's dir gut? Da waren Ratten. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber so. Ich mach dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ganz ruhig, Amicia. Ja, aber das muss auch runter erstmal. Dir geht's gut. Konzentrier dich. Wollte ich noch machen, ne? Wir gehen weg da, ihr blöden, ekligen Ratten. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Warte, ich habe etwas für dich. Was ist das denn für mich? Perfekt, danke. Okay, warte mal. Also hier mal erstmal ein paar Dinger wieder nehmen. Ja, noch was.
leid. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Hier müssen wir noch mal durch. Nach oben? Muss ich auch noch nach oben? Ich weiß es gar nicht. Hier haben wir nach oben. Kletter hoch. Gucken, ob ich da oben auch noch was finde. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Hier. Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Ach, da können wir nicht längs. Gut, dann gehen wir hier wieder runter. Ich gehe zuerst. Ja. Nehmen wir den Stock und dann gehen wir nochmal darüber. Also sie ist ja fürsorglich. Sie wartet ja immer, bis er kommt, ne? Hier durch. Ach, was man mal zurück will, kann man da auch mal eins gehen, okay. Die Krypta! Gott sei Dank, jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. So, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas Neues machen können mit unseren Sachen hier? Nee, noch nicht. Also ich würde noch ein bisschen sparen, denn wir brauchen noch ein bisschen mehr Sachen, okay. Komm, wir gehen hier rüber. Komm, ich helfe dir. Ja. Kann man hier durchgehen irgendwie? Gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Hier nicht. Okay, dann gehen wir runter. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Oh, wir müssen uns einfach ein bisschen beeilen. Ich weiß es nicht. Wo hoffe ich, geht denn nicht aus, bevor wir da unten sind bei dem Ding? Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Wir holen noch mal so ein bisschen Stecker, glaube ich. Okay. Die Frage, welchen Weg wir gehen sollen. Da längs wahrscheinlich, ne? Ah, das sind auch Stecker gewesen. Okay, habe ich nicht gesehen. Naja, egal. Echt eklig aus. Wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Da drüben, Licht. Wir haben es. Da geht's raus. Wir sind da. Und laufen. Wow, was für eklige Viecher. Oder? Geschafft. 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 Amicia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Kapitel 4, der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Spitzenmäßig. Damit sind wir zu Kapitel 4 angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut auf die Glocke, drückt mag nicht, abonniert mich, macht irgendwas.
Ich freue mich drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.